Ganz ohne brennende Mülltonnen kommen unsere nächsten Talente aus. Obwohl sie allesamt Breakdancer sind. Aber ihre Performances sind alles andere als traditionell. Und reichen von gefühlvoll bis, sagen wir mal, ich glaube, ich spinne. Chris will mit seinem Act eine Geschichte erzählen. Joel präsentiert Breakdance mit viel Feeling. Und Stefan ist Nerd und Superheld gleichzeitig. Hallo, ich bin der Stefan. Ich mache Breakdance, also eine Kombination aus Yoga und Breakdance, also ein flexibles Breakdance. Und das mache ich jetzt seit 10, 12 Jahren. Chris, tagsüber der freundliche Buchhalter von nebenan, nachts ein ganz wilder Tänzer. Dass er sich dabei auch noch zum Superhelden mutiert, scheint auf den ersten Blick schräg. Passt aber absolut zu ihm. Ich liebe Comics, ich liebe Zocken, ich liebe Superheldenfilme. Ich bin ein 30-jähriges Kind sozusagen. Ich habe ein Zimmer mit Actionfiguren und super Sammelgegenstände und sowas. Also wirklich, es ist ein Paradies für Nerds. Mit einer Extraportion Gelenkigkeit erweckt Stefan die Superhelden zum Leben. Ein unglaubliches Talent, das er heute einer breiten Öffentlichkeit präsentieren möchte. Ich liebe es, Leute zum Unterhalten. Es gibt nichts Schöneres, als wenn einer lacht über meine Performance oder sogar ekelt vor der Performance, weil ich einfach sehe, okay, der schaut mir ganz gut zu, dem taugt es oder taugt es vielleicht auch nicht, aber er ist jetzt gerade bei mir und ich kann ihn unterhalten damit. Doch reicht das, um sich gegen seine silbergraue Konkurrenz durchzusetzen? Mein Name ist Chris Cross, ich bin Tänzer, urbaner Tänzer. Ich performe sehr gerne auf der Bühne, das ist so meine große Leidenschaft. Und damit habe ich mich selbstständig gemacht und ja. Dass Chris heute tanzt, war nie sein Plan. Eingebrockt hat ihm das vielmehr seine gestrenge Mama. Meine Mutti hat mich so ein bisschen dazu gezwungen, kann man ein bisschen sagen. Sie hat gesagt, du machst das jetzt mal ein Semester lang und dann kannst du selber entscheiden, machst du weiter oder nicht. Erst hat es mir gar nicht getaugt, aber mit der Zeit, vor allem unter die ganzen Mädels, es war nicht schlecht und dann bin ich am Ball geblieben und habe gesagt, ich mache es weiter. Chris' Spezialität ist, dass er mit dem Tanzen Geschichten erzählt. Tanztheater der hippen Art. Ich habe beim Interview habe ich mal gesagt, das, was ich mit Worten nicht ausdrücken kann, das mache ich mit Tanz. Mein Name ist Joel Teodoro, auch Feeling. Das ist mein Künstlername. Ich bin aus Linz, ich werde 26 Jahre alt und ich bin Tänzer und Lehramtsstudent. Joel hat seine spezielle Tanzbegabung aus einem anderen Sport, dem Freerunning, mitgebracht. Er ist der Sensible in unserem Dreikampf. Unter seinem Pseudonym Feeling, also das Gefühl, will er die Verletzlichkeit der Tänzer darstellen. Ja, das klingt sehr poetisch. Das merkt man, dass ich Philosophie und Psychologie studiert habe. Aber die Verletzlichkeit, meine ich, ist so wichtig, weil wir uns so oft kritisieren und so oft probieren zu verbessern. Und das ist eigentlich unser Drive ist, so mehr oder weniger, dass wir besser werden. Und das ist halt unsere Motivation und unser Wille, weiterzumachen. Schwungvoll geht's in die nächste Runde. Schwung der Hüften, Schwung der Beine, Schwung der Schultern, Schwung von alles. Wir haben drei Tänzer da. Solo-Tänzer. Solo-Tänzer. Wir beginnen mit... Schau, die Movements zu entnehmen, sind das so coole Hip-Hopper? Stimmt das? Du bist der Joel? Genau, ja. Joel. Aber heißt eigentlich, aber nennt sich... Mr. Ling, aber Mr. Feeling. Genau. Ein Gefühl ist gefragt. Dann wünsche ich dir viel Spaß auf deiner Bühne. Show your talent. Mr. Feeling. Show your talent.
Bravo! Ja. Bravo! Das war nicht schlecht, Joel. Joel, du hast das sehr überrascht. Mega geil. Du wirst jetzt etwas zeigen, was man nicht so oft sieht. Das ist Popping. Genau. Es ist Popping dabei, es ist Locking dabei, es ist Locking Breaking dabei. Es ist eine große Mischung, die versucht, das alles zusammenzubringen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das heißt, aber ich werde es sehen. Locking. Bitte sehr. Locking. Mr. Chris Cross. Ja, danke. Neue Rolle. Das ist Stopping. Das machen wir mit zweimal die Welle. Schau die Welle. Ich mach so, du machst sie weiter. Nein, ich fang die Welle an. Bitte. Chris Cross. Yes. Sehr gut. Chris Cross. Jetzt bin ich schon gespannt. Das ist, die zwei haben die Latte ziemlich hochgelegt. Ja. So. Lieber Spider-Man. Jetzt geht's gleich dafür. Jetzt musst du alles ausreißen. Ich will noch nicht angegessen, aber wir werden es probieren. Ja, was jetzt nicht mindestens die aufs Gerüst aufgehandelt, dann bin ich enttäuscht. Da muss ich gehen. Da geht's. Also, alles Gute. Und fort ist er. Jawohl. Und fort ist er. Wow. Da kommt echt mit deiner Maske hin. Show your talent. Spinner, der Hund. Ja. Hey, hey, begging you, put your loving hand out, darling, right now, when I was king, played it hard and fast, I had everything, walked away, wondering, hey, but easy come and easy go when it went. So I hate how I need to let me go. Bist du deppert? Bist du deppert? Baby, baby,
Hoffentlich kommt aus dem Knopf wieder aus, ich wieder heraus. Großartig. Seht ihr, Burschen, ich hab's da vorgelegt, dass. Ich liebe wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe Show Your Talent, weil man immer überrascht wird, weil Leute kommen, von denen man noch nie was gehört hat, vielleicht in einer kleinen Szene bekannt sind. Aber jetzt einmal ein breites Publikum und um das geht es jetzt. Um unser Publikum, ein Teil unseres Publikums, nämlich 100 Zuseherinnen und Zuseher, die werden jetzt für euch voten, indem sie Geld auf euch setzen. Und dann sind wir schon sehr gespannt, wie. Also Rainer und ich haben gesagt, das wird sehr knapp. Das ist der, das muss, ich glaube, wir wissen es natürlich nicht, aber ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste, weil wieder ganz unterschiedliche Sympathien erweckt werden. Bei uns immer alle. Tolle. Wir werden das ganze Geld überall hin haben. Ja, überall, Vollgas. Überall. Zack, geht schon. So, jetzt aber Publikum. Schätzt das ein, beziehungsweise setzt auf die Leute, auf eure Favoriten. 10 Sekunden, ab jetzt. Aha. 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 Das überrascht mich jetzt. Das überrascht mich. Ich habe ehrlich gesagt, das wird näher beieinander liegen. Ja, du auch, Klaus, gell? Ja. Also es sind zwei sehr eng favorisiert und einer ist ein bisschen weiter hinten mit den 750 Euro. Ist nicht so angekommen. 2050 für den zweiten und 2200 ist der absolute Hero. Ist nicht leicht jetzt, gell? Ist nicht leichter. Also wenn ihr jetzt... Naja, es ist ja gefährlich, wenn du jetzt sagst, naja, wahrscheinlich bin ich der. Kannst du auch ins Auge gehen. Nur wenn es hier richtig ist, kriegst du das Geld. Und sogar 750 Euro haben oder nicht haben. Jetzt bitte einloggen. Und jetzt bitte aufs eigene Tablet schauen. Ja, unbedingt. Einloggen. Und dann schauen wir es uns jetzt bitte an, wie die Herrschaften sich entschieden haben. 750, 2200, 2200. Ah, okay. Ja, schaut, wie die Spinne im Netz sitzt. Ja? Sagt, wo jetzt? Nein. Okay. Joel. Okay. Joel, warum so bescheiden gleich als Dritter? Nein, es ist einfach Bauchgefühl. Bauchgefühl. Darf ich aber kurz sagen, Joel. Der Joel. Ja? Ja. Wenn du die 2200 hast, dann geht es leider alle leer haben, wenn du der Beste bist. Ja. Das allein würde reichen, alles auszuhebeln. Vorbei mit der Spekulation, ist ja jetzt wurscht. Bei der Gelegenheit habe ich einen Kommentar. Spider-Man, Stefan. Kann man die Beweglichkeit erlernen oder warst du von Geburt an beweglicher als andere Kinder? Ich habe schon ein bisschen eine Voraussetzung gehabt, weil ich mit vielen Leuten trainiere, die was auch wesentlich länger dehnen und intensiver dehnen als wir. Ist eine Dehnungsgeschichte. Genau, ist eine Dehnungsgeschichte, aber ich habe mir auf jeden Fall leichter getan. Bist du mit der Endpose schon aus dem Bauhaus gekommen? Ich glaube schon, ich muss die Mutter mal fragen, aber... Ja, das war praktisch eine gewollte Steißgeburt. Ja, zusammen. Danke. Aber jetzt aber genug gewitzt. Jetzt aber, Gels, frag, wer hat sich richtig eingeschätzt und kriegt das Geld? Das sehen wir jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Joel alias Mr. Feeling landet mit seinem sensiblen Breakdance auf Platz 3. Das schätzt er richtig ein und verdient so sensible 750 Euro. Auf Platz 2 setzt die Jury Chris Cross mit seinem storygetriebenen Tanz. Dummerweise hat er sich selbst auf der 1 gesehen und muss deswegen auf geschichtsträchtige 2050 Euro verzichten. Auf Platz 1 landet stattdessen Stefan, unser Super-Nerd in Strumpfhosen. Er freut sich sichtlich über 2200 Euro, die er allerdings für künftige Ergotherapien auf die hohe Kante legen sollte. Ja. Jetzt gehen da zwei heim mit Geld. Mhm. Du steckst leer aus. Wie geht's da? Ja, das ist, wenn man All-In geht. Mhm. All-In, ja. Ja. Entweder ich gehe mit voller Tasche haben oder gar nicht. Das passt. Ja. Das ist für mich okay. Hast du beim Wählen einmal eine Tendenz gehabt, dass du vielleicht in die goldene Mitte nimmst, die es dann gewesen wäre, den zweiten Platz?
Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir beide eins nehmen, hat jeder was davon. Es wäre noch schlimmer gewesen, wenn wir beide nichts gewonnen hätten. Ja, richtig.